86 Tonnen Gewicht, 6400 Kilowatt Leistung und 200 km/h Spitze. Das ist der Arbeitsplatz von Dominik, einem Triebfahrzeugführer aus Leidenschaft. Bei mir liegt das auch ein bisschen in der Familie drin. Mit meinem Papa bin ich dann schon immer auf Bahnhöfe gefahren. Somit habe ich dann irgendwie den Eisenbahner-Virus eben irgendwie bekommen und bin echt glücklich, dass ich das geschafft habe und dass ich das jetzt machen kann. Aber Leidenschaft allein ist nicht genug. Die Ausbildung zum Triebfahrzeugführer dauert 9 Monate. Außerdem muss man auf jeden Loktyp speziell geschult werden. Tonnenmäßig sind wir 1682 Tonnen schwer, rein der Wagenzug ohne dem Triebfahrzeug. Wir sind 636 Meter lang. Das entspricht dem Gewicht von rund 8 Einfamilienhäusern und der Entfernung vom Stephansdom bis zur Oper. Da ist ein bisschen heute ein Können des Lokführers angesagt. Bei der Bremsprobe kontrolliert der Wagenmeister, ob alle Bremsen am Zug funktionstüchtig sind. So, das haben wir beendet. Perfekt, ja, war schon alles gut. Dann wünsche ich dir was, Alex. Gell? Danke, ebenfalls. Ciao. Bremsprobe beendet. Wir können uns beim Fahrdienstleiter melden. Ich bin abfahrbereit. Perfekt, wunderbar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Gell? Jetzt erst setzen sich die knapp 1700 Tonnen sicher in Bewegung. Was für viele ein Hindernis ist, ist für den jungen Wiener Motivation. Er ist gern auf Schiene. Mit meinen 22 Jahren bin ich, wie gesagt, schon in fast ganz Österreich unterwegs und das taugt mir halt voll bei der Wiener Lokalbahn Cargo, dass das eben möglich ist. Woche für Woche sind tausende ereignislose Kilometer der Alltag. Die strenge Ausbildung trainiert die Sekunden des Ernstfalls. Da muss jeder Handgriff sitzen. Wenn einmal doch irgendwas ist, muss man wirklich schnell handeln und auf die Vorschriften zurückgreifen, was man da jetzt zu machen hat, damit das alles nicht noch schlimmer wird. Glücklicherweise sind Ernstfälle die absolute Ausnahme. So bleibt meist genug Zeit, sich an der Landschaft zu erfreuen. Und in Zukunft vielleicht nicht nur an der österreichischen. Es wäre natürlich dann auch einmal toll, dass man mal eine Aufschulung macht auf Deutschland. Das wäre dann das nächste Ziel. Egal ob Deutschland, Österreich oder irgendein anderes Land, tausende Tonnen Fracht sicher ans Ziel gebracht zu haben, ist für Dominik die größte Belohnung. Am meisten Spaß macht mir einfach am Ende des Tages auch zu sehen, dass man einfach zum Beispiel einen 2000 Tonnen Güterzug von A nach B geführt hat, dass man einfach stolz ist am Ende des Arbeitstages, ich habe den Zug von A nach B sicher und pünktlich geführt. Das ist einfach wunderschön. Just let it flow.